So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Und ja, es ist heute später geworden. Überall Chaos auf den Straßen. Aber nichtsdestotrotz ist Donnerstag, das bedeutet bei mir Star Wars. Und zwar Star Wars, bau dann R2-D2, Ausgabe 52. Yay. Als ich die geholt habe, habe ich mich erschrocken. Das heißt bestimmt kein Bau- und Bastelspaß, weil ist nur eine Platine drin. So. Ausgabe 51 hatten wir das größte R2-D2-Teil bis jetzt und ich hoffe, dass ihr das Styropor noch aufbewahrt habt, weil es kann euch nützlich werden. Es haben mir jetzt jemand geschrieben, es wird auf jeden Fall noch nützlich, auch so vielleicht von Ingens, noch nicht als Blumenvase oder Obstschale benutzen. Behaltet es noch. Aber nichtsdestotrotz geht es jetzt natürlich um die Ausgabe 52. Und ich habe, vielleicht ist auch ein bisschen mehr Bau- und Bastelspaß dran. Es täuscht ja meistens. Aber das ist das Tütchen, Bauteile-Tütchen Nummer 52. Erstmal eine Seite. Warum? Wir blättern natürlich erstmal in der Ausgabe 52 drin herum. Ja, Colt. Ja, das sieht mega aus. Mit den vier, sechs Beinen. Richtig coole Figur. Habe ich auch zweimal als Lego-Figur. Sieht mega cool aus. Jetzt sind wir hier schon auf Seite 11. Ihr seht es. Dann kommt 12, 13. Schnell umschlagen auf 14. Bauteile. Und Bastelspaß, jawohl. Okay, jetzt wird's aber. Was soll man denn da einbauen? Wo haben wir das denn gehabt? Muss ich schon wieder alles gleich durchsuchen. Aber nichtsdestotrotz, das hier ist das Bauteiletütchen Nummer 52. So, wie es aussieht. Dass die Platine kommt dahin, kann also noch eingepackt drinnen bleiben, ist dann natürlich auch geschützt, ist natürlich perfekt. So. Einbau des. Wieso? Die haben wir doch mal eben jetzt hier komplett erstmal hier so ein bisschen durchlesen. Aha, das Plakett. Das. Okay, da ist jetzt irgendwo. Weil wir hatten das nämlich schon eingebaut. Jetzt muss ich mal ebenfalls gucken, ob ich irgendwo. Was noch drin habe. Weil ihr seht das Teil, das hatten wir alles schon eingebaut, bis auf die transparente Platte. Wo ist sie jetzt? Ah, da unten ist sie drin. Ah. Man sollte auch mal das Teil umdrehen. Okay. Das heißt, wir müssen es doch einmal aufmachen. Ich finde das immer wieder schön, was Neues, was Altes wieder auf- und zuzubauen. So. Nehme ich die Platine raus und ihr seht, hier unten ist die Plastikstück drinne, dann ein Stück Folie, das war's. Wieder rein, wieder verschließen, weil wie gesagt, wird jetzt noch nicht benutzt. Jetzt brauchen wir nur diese kleine Distanzplastikscheibe. Wieso die jetzt damit rauskommen? Okay, möchte ich jetzt nichts zu sagen. Ihr seht es. Einfach nur eine Distanzscheibe. Das bedeutet, wir schrauben wieder alle Schrauben lose. Müsste eigentlich relativ fix gehen. Einmal, ich lege es jetzt einfach so hier hin. Schraube jetzt so die Schrauben raus.
Das ist ja nicht zu tun. Aber nichtsdestotrotz, ihr schreibt mir natürlich alle, die noch bis jetzt dabei sind beim Bauen, wie weit ihr seid. Seid ihr jetzt auch bei der neuesten Ausgabe oder hängt ihr hinterher? Oder sammelt ihr immer 5, 6 Ausgaben, um dann es zusammenzubauen, weil dann mehr Bau- und Bastelspaß ist? Okay, hätte ich auch machen sollen, aber dann würde ich nicht jede Woche ein Video machen können. Aber nichtsdestotrotz, schreibt ihr mir jetzt alles in die Kommentare darüber. Und ihr wisst ja, ich versuche irgendwas Witziges von R2D2 unter das Video zu verlinken. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. So, jetzt kommt das hier vorsichtig ab. Jetzt haben wir da die Scheibe. So, ich nehme sie jetzt raus. Schraube lasse ich drinne. Distanzscheibe. Direkt wieder. So lassen. Und wieder einsetzen. So, denen ist das wohl hinterher aufgefallen, dass da was fehlt, Abstand oder der Strom nicht so geleitet wird. Man weiß es nicht. So, Distanzscheibe jetzt drunter. Und dann wird das Ganze wieder zusammengeschraubt. Und das war diese Woche alles, was wir machen mussten. Ach, habe ich mich gefreut, wieder so viel Bau- und Bastelspaß zu haben. Also, das war jetzt die neueste Ausgabe. Star Wars Bau dein R2D2, Ausgabe 52. Ich werde jetzt nur noch die Schrauben zusammensetzen. Dabei braucht ihr nicht zuzugucken. Aber nichtsdestotrotz, eure Meinung, eure Kommentare bitte. Und das Allerwichtigste ist natürlich, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.